Founders Summit 2024. Wir sind auch wieder mit am Start, mit unserem Stand, mit unserem gesamten Team. Ein richtig cooles Event, über 80 Speaker, mega viele Aussteller, über 8000 oder circa 8000 Teilnehmer haben wir gestern erfahren. Also hier in Wiesbaden, die Halle ist richtig voll. Heute ist bei uns nur Messetag am Start. Morgen um circa 12 Uhr habe ich dann meinen Vortrag und ich nehme euch einfach mal mit. Also wir machen einen kleinen Vlog und schauen mal an, wer alles so da ist. Morgen nehme ich euch natürlich mit zu meinem Vortrag und schauen, wie viel Steuern wir auf diesem Founders Summit steuern können. Alles gut? Hey, mein Lieber, servus. Hier, David, komm. Ich habe gerade schon mit dem Ding gesprochen, gell? Ja. Ah, CapTrader ist hier. CapTrader, unser Partner hier. Ja, die haben leider nicht. Hier gibt es leckeren Espresso. So, jetzt kommen wir gerade raus aus der Expo Area, wo wir gerade mal durchgelaufen sind. Mega viele Aussteller, auch coole Leute hier, coole Stände. Und jetzt schauen wir uns mal die Mainstage drüben an und schauen mal, was da so abgeht. Da kommt ja auch morgen Philipp Lein auf die Bühne. Und ja, schauen wir uns einfach mal an. Ich glaube, Steven David ist so jetzt auf der Bühne. So, und jetzt sind wir hier vor der Mainstage und hier auf dem Plakat seht ihr, wie viele tolle Speaker hier auch sind. Mich seht ihr auch, ich bin in der zweiten Reihe, der zweite von oben. Aber das Speaker-Lineup ist wirklich sensationell. Aus allen Bereichen sind wir hier da und richtig coole Vorträge werden wir heute Morgen hören. Wir spielen den Basketball und sagen, wenn ich so einen reinwerfe und sage eins fürs Finanzamt, eins für dich. Wenn du auch das Gefühl hast, dass du jeden zweiten Euro ans Finanzamt zahlst, dann steuerst du noch nicht deine Steuern. Weißt du, wie das geht? Ja, vor allem, wie viel muss man da reinwerfen? Kannst du uns helfen? Ah, scheiße. Haben wir jetzt einen Euro verloren. Zweiter Tag heute. Wir stehen gerade hier noch an unserem Stand. Jetzt geht es aber hoch für mich auf die Financial Freedom Stage. Ein Stock weiter oben. Da halte ich jetzt einen Vortrag zum Thema Steuern, Steuern mit dem richtigen Steuermindset zu Vermögen und Wohlstand. Also, ihr müsst verstehen, Kontrolle über das Vermögen ist viel wichtiger, als dass ihr der rechtliche Eigentümer seid. Deswegen ist so eine Steuerstruktur mit Stiftungen, GmbHs nicht nur steuerlich genial, sondern auch haftungsrechtlich könnt ihr dadurch euer Vermögen viel besser schützen. Weil der normale Steuerberater, der würde jetzt einklinken, würde sagen, stopp, 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 hier GmbH, nur 30% Steuern, das ist doch gelogen. Weil wenn du den Gewinn irgendwann ausschüttest, musst du nochmal Steuern zahlen. Dann sage ich, so ein Blödsinn. Das muss nicht so sein, wenn du deine Zahlungsströme richtig steuerst. Also nicht nur deine Steuern richtig steuern, sondern auch deine Zahlungsströme, weil dann steuerst du deine Steuern. So, das Geld in dieser Struktur, wie und über welchen Weg ich mir das raushole, entscheidet doch ihr. Zum Beispiel, ich muss es ja gar nicht raus. Viele denken immer, okay, wie kriege ich jetzt das Geld aus meiner GmbH raus? Wieso denn? Also mein Auto, mit dem ich hier bin, das gehört nicht mir. Ich kaufe mir auch kein Auto, das ist viel zu teuer Einkommensteuer. Ich bin nicht blöd. Also das gehört meiner Stiftung natürlich. Die vermietet sogar meine GmbH. Ich spare damit sogar Gewerbesteuer. Und ansonsten gerne ein Follow da lassen auf YouTube. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen guten Founders Summit. Also, wir gehen jetzt, fahren jetzt was essen. War ein richtig guter Tag. Vor allem die Sprüche vom Ostern heute. Es war wirklich sehr schön. Wunderschön. Und jetzt bin ich nicht mehr bei dir zu reden.